Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori mit dem Gecko Climber. Wir wollen jetzt hier vielleicht mal uns noch ein wenig umgucken. Ich weiß nicht mehr genau, was wir jetzt letzte Mal alles gemacht haben. Ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Und ich möchte mir heute mal versuchen hier, ja. Ja, Durand, brauchen Sie irgendetwas? Ja, ich möchte wissen, ob du, was ist das hier nochmal? Ah, das sind die Überwachungskameras? Nein. Ob der damit was anfangen kann, kann er nicht. Hätte mich auch fast gewundert. So, wir brauchen diese Runen. Das ist der Zettel mit den zwei Symbolen, die der Wachmann für mich gezeichnet hat. Ja, die müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jemanden finden, der die Dinger kennt. Ich hatte mir... Sagt Semente, ich hatte mir doch noch irgendjemand überlegt gehabt, der damit... Ach, ja genau, ich wollte hier hin. Vielleicht kann uns ja die Barkeeperin was sagen. Vielleicht war ja einer von denen zufälligerweise da. Oder weiß der Säufer was darüber? Also ich gehe mal davon aus, dass wir damit jetzt hier weiterkommen. Komm, mach ein bisschen schneller. Ich habe nicht so viel Zeit. So. Na, das sind immer noch die Typen da. So. Nee, das kann, mit der kann ich auch nicht... Das sind Fotos von der Überwachungskamera aus... Ich weiß. Kann ich da vielleicht die Lara mal anrufen? Ich glaube, im Moment müssen wir nicht reden. Okay, gut, dann halt nicht im... Okay. Das war ein Versuch, jetzt will ich nochmal gucken... Mit dem ging ja auch nichts. Oh Mann. So, ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Kann er die Dinger nicht irgendwie einscannen oder sowas? Nö, warum auch? So, lesen können wir nichts mehr. Schreiben. Vielleicht später. Der nicht. Ah, der Lara nochmal. Gemäldediebstahl. Ah, okay. Ich kann dich auf dem Handy einfach nicht erreichen, Lara. Ich brauche dringend deinen Rat. Weil er es für keine richtige Spur hält, kann ich damit nicht zu Ostankovic gehen. Bitte melde dich doch ASAP. Danke, Max. Na, toll. Ob die mir dann... Ah, okay, geht doch so schnell. Tut mir leid, Max. Ich habe im Moment keinen Internetzugang. Ich habe gerade eine E-Mail-Benachrichtigung auf meinem Handy bekommen. Gibt es irgendwas Wichtiges? Könntest du mir bei einem Problem hier weiterhelfen? Ich habe eine interessante Spur, aber ich weiß nicht, an wen ich mich damit wenden soll. Eine Spur? Was für eine denn? Ich muss herausfinden, was bestimmte ziemlich merkwürdige Symbole bedeuten. Da hast du aber Glück. Nicht weit von der Haltestelle Moskau gibt es eine Privatbibliothek. Sie ist direkt am Zagorodny-Prospekt. Unterhalte dich dort mit dem Bibliothekar darüber. Wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, dann sollte das kein Problem sein. Großartig. Ich wusste ja, dass dir bestimmt was einfällt. Tut mir leid, aber mein Taxi ist da. Ich muss gehen. Bis dann. So. Okay. Das ging ja jetzt fix. Das wäre erledigt. Wie wäre es mit einem kurzen Spaziergang? Gut, wird doch langsam Zeit, dass du mir zeigst, wo man echten russischen Wodka herbekommt. Also wirklich, André. Den willst du wir nicht. Wir haben gerade einen armen Kerl ins Gefängnis gebracht und einem kleinen Mädchen die Familie zerstört. Wie kannst du da nur ans Saufen denken? Na, gibt es noch bessere Gründe, daran zu denken? Also ich bin nicht auf eine Sauftour aus. Wir gehen in eine Bibliothek. Ist wohl immer noch besser, als mir die ganze Zeit beim lieben Tantchen den Hintern breit zu sitzen und russisches Fernsehen zu gucken. Aber heute Abend gehen wir aus, das musst du mir versprechen. Na gut, wenn es sein muss. Gebongt. Dann bringen wir diese Bibliotheksnummer mal hinter uns. Wer ist denn dein liebster russischer Autor? Dostojewski? Tolstoi? Oder doch eher Gorki? Ach, halt die Klappe, André. Was ist es für ein Gefühl, all der Verantwortung den Rücken zuzudrehen und nur nach der Nummer 1 zu suchen? Pass nur auf, dass du nicht eines Tages wie deine Opfer heute endest. Denk daran, es fehlt gar nicht viel und du sitzt selbst hinter Gittern. Was? Was hab ich denn heute gemacht? Ja gut. Aber russischen Wodka will der, glaube ich, gar nicht haben, der gute André, weil die machen den nicht aus so, wie man eigentlich machen sollte, sondern die punchen da stellenweise gewaltig rum, wenn man nicht unbedingt das Geld hat. So, das müsste jetzt die Bibliothek sein. Neon. Werbung für ein russisches Jugendmagazin. Popstars, Bands, Poster. Die Dinger sehen überall gleich aus.
So, dann haben wir eine Telefonzelle. Gucken wir uns mal an. Von hier aus kann man unmöglich anrufen. Aber vielleicht kann man angerufen werden. Ich habe ein Handy. Na gut, dann halt nicht. Ein Fahrgast. Sie wartet offensichtlich auf den Bus. Ihren Kleidern und der Einkaufsparadiestüte nachzuurteilen, gehört sie nicht gerade zu den Ärmsten in St. Petersburg. So, eine Anschlagtafel, die sind immer gut. Da wollen wir doch uns mal ein bisschen umgucken. Ah, da geht's rein. Aber ihr kennt mich ja, bevor wir da reingehen, will ich mich ein bisschen hier umgeguckt haben. Mal da hängen ein paar Anzeigen und Nachrichten dran. Ja, gucken! Einige der Anzeigen sind wirklich lustig, aber ich sehe leider nichts, was für mich von Interesse wäre. Okay, dann haben wir da nichts. Kann man hier auf die andere Straßenseite? Nö, gut, dann können wir nur noch rein da. So, dann schauen wir mal, was der Bibliothekar... Es ist geschlossen, gehen Sie! Hey. Das hier ist keine öffentliche Bibliothek! Cool, bist du bleiben. Sicher, dass wir hier richtig sind, Max? Das ist die Adresse, die Lara mir gegeben hat. Gefällt mir aber ganz und gar nicht hier. Wir sollten hier besser wieder verschwinden. Spürst du es denn nicht auch? Dies hier ist keine Bibliothek, sondern ein Mausoleum. Hör bitte auf, mir dauernd Angst einzujagen. Du hörst dich fast schon an wie Laras Tante. Und wenn dir das hier vorkommt wie ein Mausoleum, dann bist du offensichtlich noch nie in einer richtig alten Bibliothek gewesen. Hallo, hören Sie mich? Gehen Sie bitte wieder. Ich muss sonst die Polizei rufen. Tut mir sehr leid, wenn ich Sie störe, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Mach doch, was du willst. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Leseecke. Da hinten riecht es wenigstens nicht ganz so moderig. Wie kann man hier nur arbeiten? Du kennst wohl nicht sehr viele Bibliothekare, was? Die lieben solche Orte wie den hier geradezu. So. Moment, da ist das Studierzimmer, aber wir wollen jetzt erstmal mit dem hier reden. Er sieht nicht sehr gesund aus. Die Sorte kenne ich. Die Bibliothek ist ihr ganzes Leben und sie kriegen so gut wie nie die Sonne zu sehen. So möchte ich mal nicht enden. Nee, also ich... Mir gefällt das Ambiente hier auch ganz gut, aber nie die Sonne sehen? Nee, das ist ein bisschen langweilig. Okay, dann holen wir uns den doch mal. Sie wissen schon, dass das hier keine öffentliche Bibliothek ist, oder? Ja. Mein Name ist Durand und der Kerl, der da gerade ihre Sammlung bewundert, ist mein Bruder. Wir kommen auf Empfehlung von Lara Svetlova. Ein schlaues Mädchen, diese Lara. Sie wird es noch sehr weit bringen. Wenn sie sie geschickt hat, dann sind sie natürlich willkommen. Was kann ich für sie tun? Mein Anliegen wird Ihnen bestimmt etwas merkwürdig erscheinen. Dann sind Sie hier genau richtig, denn das hier ist ja auch eine etwas merkwürdige Bibliothek. Wer würde diese zwei hier aufgezeichneten Symbole als Tätowierung am Hals tragen und warum? Darf ich mal sehen? Hier, bitte. Immer doch, immer doch. Das sind Mem und Waf, zwei aramäische oder vielmehr prähebräische Zeichen. Aha, und was soll dann mir das jetzt sagen? Dann stammen sie also aus dem hebräischen Alphabet. Nicht ganz, mein Freund. Es gibt damit verwandte Zeichen im modernen Hebräisch, aber diese speziellen Zeichen hier würde man nur in jahrhundertealten Schriftstücken finden. Haben sie eine spezielle Bedeutung? Schwer zu sagen. Mem, Waf ist der Wortstamm sehr vieler verschiedener Begriffe. Sie sagen, jemand hatte sie auf dem Hals tätowiert? Darüber muss ich mehr herausfinden. Und ich habe auch schon so eine Idee, womit ich anfangen kann. Aber dazu bräuchte ich Ihre Hilfe. Sicher, was soll ich tun? Letzte Woche ist ein dünnes Buch hereingekommen und ich denke, es hat etwas mit diesem Thema hier zu tun. Aber wie war doch bloß der Titel? Es kam mit einer der letzten Lieferungen, irgendwann letzte Woche, denke ich. Aber der Name will mir einfach nicht einfallen. Oh, mein Gedächtnis. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den Titel irgendwie missverständlich fand, wenn man die Verbindung solcher Schriftzeichen mit Nordeuropa bedenkt. Am besten, Sie werfen mal einen Blick in den Katalog im Studierzimmer. Wie kann ich Ihnen denn dabei helfen? Die neu hereingekommenen Bücher stehen auf den obersten Regalen im Saal nebenan. Finden Sie das Buch und bringen Sie es mir. Ich selbst kann nicht mehr so hoch die Leiter hinaufsteigen, sonst wird mir schwindelig, wissen Sie? Natürlich, ich werde es versuchen. Der hat Höhenangst, der Gute. Und der hat ja da schon wieder die Leitern da hoch muss. Ach nee. Oder ist es einfach... Ist das zu fassen? Wer hätte hier je solche Kostbarkeiten vermutet? Was meinst du? Hast du etwa Tomaten auf den Augen? Siehst du die zwei blauen Bände dort drüben? Warte mal. Das ist Kipling. Ende 19. Jahrhundert. Ich will's auch sehen. Sehr wertvolle Stücke. Die sind bestimmt 5.000 oder 6.000 Dollar wert.
Ich glaube, ich sehe mich mal ein wenig um. Jetzt nicht. Wir haben zu tun. So, ganz... Na, hast du schon was herausgefunden? Vielleicht haben wir Glück und der Bibliothekar hier kann uns helfen. Aber zuerst muss ich ihm ein bestimmtes Buch bringen. So, was Wenn war das? Wenn du kannst träumen. Ah, da ist eine Arretierung. Die Arretierung hier? Die Arretierung ist drin, jetzt kann ich sicher hochsteigen. Wenn dich Triumph und Sturz nicht mehr gefährden, ich brauch den Katalog. Weil beide du als Schwindler kennst, als Schein. Moment, im linken mittleres rechtes Regal. War das nicht hier? Gucken wir mal rein. Hör mal, Max. Wir bestiegen das Schiff, betraten ein dort dünnes das Badezimmer Buch. Und befreiten der Beschreibung nach zu urteilen, könnte das hier durchaus das richtige Buch sein. Okay, wenn man es mal... Das hier schaue ich mir besser mal genauer an. So, was sagt es denn? Stopp, ich will mir den Titel angucken. Wie findest du das? Vielleicht ist das hier ja das Buch. Zugeschnitten, Brüderchen. Warte mal, ich finde sicher noch andere Stellen. Buch. Balfour Stewart, The Unseen Universe or Physical Speculations on a Future State. Katalognummer C4423-159. Balfour Stewart. Ja, das ist es, glaube ich, nicht so ganz. Schließen. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn ich das Buch überprüfe, das ich schon habe. Ah, okay, gut. Schriftrollen. Das soll ich ihm mit Sicherheit nicht bringen. Ja, ist ja gut, ich will nur gucken. Dieses Buch passt nicht zu der Beschreibung des Bibliothekars. Das kann nicht das Richtige sein. So, dann legen wir das mal wieder zurück und nehmen uns das andere. Ob es das hier ist? Könnte schon sein. Er hat irgendwas gesagt mit Nordeuropa. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Vielleicht ist das hier ja das Buch. So. Buch. Hyman Hurwitz. Eine Arbeit über hebräische Grammatik und Wortherkunft. Katalognummer C4423-162. Das klingt eigentlich ganz gut. Das könnte es doch gewesen sein. Na, wir gucken mal. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo es hier rausgeht... Ah ja, hier geht's. Ah, hier ist der Buchkatalog. Da werfen wir noch einen Blick rein. Das könnte es aber sein, dass wir hier haben. Den Katalog durch die Gegend zu schleppen, ist irgendwie unpraktisch. Ja, deshalb sollst du auch reingucken, du Depp. So, was haben wir denn hier? Historie Orientale. Anziehen, das wird's nicht sein. Hurwitz. Irgendein Buch von Hyman, ja. Diskurs über About Tradition. Was haben wir hier noch? Facts of Faith. Okay, nee, das ist es auch. Religion der Evolution, aha. Eine Abhandlung über die verschiedenen Sekten. Ah. Eine historische Abhandlung über verschiedene Sekten und okkulte Bruderschaften in skandinavischen Ländern. Katalognummer C4423-211. C4423-211. Okay. Was haben wir jetzt da? Vielleicht ist das hier ja das. Das ist nicht. Hyman Hurwitz. Das ist es nicht. Okay, das... Komm, mach schneller. Dann bringen wir das mal wieder zurück. Ist hier nicht so viel neu reingekommen. So, das legen wir jetzt wieder zurück. Und... So, dann machen wir die Arretierung mal los. Und schieben die Leiter auf Seite. Wenn ich du wäre, würde ich das... Ja, ich weiß, ich will die scheiß Leiter auch verschieben. Max, sei vorsichtig. Weißt du, was ein Fall aus dieser Höhe anrichten kann? Ja, ist ja gut. Ich wollte die Leiter auch verschieben. Nein, ich will nicht da hoch. Ich... Max. Nein, ich will die scheiß Leiter verschieben, Mann. So, mach die scheiß Arretierung los. Und jetzt bitte zum mittleren Regal damit. So.
Dann halt so. Ist das ein Kies? So, was haben wir denn hier? Da ist noch ein Das hier schaue ich mir besser mal genauer an. So, was haben wir denn da, Hübsches? Vielleicht ist das hier ja das Buch. Das sieht gut aus. John Christopher Stewart. Societas Scania. Die Katalognummer ist C4423-211. Das sieht vielversprechend aus. Ja, das ist nämlich das, was wir im Katalog gefunden haben. Das nehmen wir jetzt mit und bringen es dem Bibliothekar. Und dann guck mal, was der dazu sagt. So, ging doch relativ fix. So, mein Freund, jetzt müsste das doch das Richtige sein. Was? Ich kann es ihm nicht so geben. Dann vielleicht so, wenn ich mit ihm rede. Ich werde den Bibliothekar nicht wegen jedem einzelnen Buch belästigen, das ich finde. Ich sollte sie zuerst mal anhand des Katalogs selbst überprüfen. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich nochmal hin. So, dann nehmen wir uns jetzt nochmal den Katalog durch die Gegend ja, zu schleppen. Ja, ist gut. Deshalb... So, das ist das doch. Ja, das ist mit Sicherheit das Buch, von dem der Bibliothekar gesprochen hat. Ich sollte es ihm bringen. Das haben wir doch schon vorher rausgefunden. Menschenskinder nochmal. So, jetzt kann ich es ihm geben. Ist das ein Käse hier? Das haben wir doch vorhin schon rausgekriegt gehabt. Ich habe die Nummer doch schon gesehen. Ach, ist egal. Ist es das hier? Ich bin Mensch sicher. Ich glaube nicht. In der Zwischenzeit könnte ich graue Haare kriegen. Bitte sehen Sie es sich genau an. Das hier müsste es sein. Hebräisch passt nicht so recht zu skandinavischen Ländern. Aber es ist dünn und eines der letzten, die im Katalog aufgenommen wurden. Zeigen Sie mal her. Sie scheinen recht zu haben. Lassen Sie sich nicht täuschen, mein Freund. Manchmal sind Antworten da versteckt, wo man es am wenigsten erwartet. Ich brauche jetzt etwas Zeit und vor allen Dingen Ruhe. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Oh, jetzt ruft jemand an. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein dringender Telefonanruf. Ja, dann sollte man doch mal irgendwo hingehen, wo wir ungestört telefonieren können. Ja. So, was passiert? Vertraue mir, Lara. Du wirst von Max ein wahrhaft göttliches Geschenk bekommen. Die Büchse der Pandora ist im Augenblick noch geschlossen und du kannst den Schlüssel nicht finden, aber das wird sich schon bald ändern. Was wirst du mit dem Schlüssel tun, wenn es soweit ist? Wirst du ihn wegwerfen? Wer redet da eigentlich? Also ich bin mir jetzt hier gerade so ein bisschen... Verfluchte Büchse der Pandora. Ich habe die ganze Datenbank durchsucht, aber nichts gefunden. Vielleicht finde ich ja zu Hause in meinen Geschichtsbüchern einen Hinweis. Danach gehe ich am besten in den Museumsgarten, um mich ein wenig zu entspannen. Vielleicht hilft die frische Luft ja, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Gut, dann ab nach Hause und Bücher wälzen. So. Genau, und währenddessen kann ja der gute Bibliothekar sich mit dem Buch beschäftigen. So, zum Ausgang bitte. Dann schauen wir mal, was draußen so los ist. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da, da stehen immer noch die zwei von der Tanke. So, wo können wir denn eigentlich überall hin? Das Museum. Was ist denn eigentlich das für ein Museum? Da gehen wir mal kurz gucken. Ach so, das ist der Garten, wo wir uns getroffen haben mit dem. Oh, das tut mir wirklich leid. Macht nichts, meine Liebe. Die kommen schon wieder zurück. Das hier ist jetzt ihr Zuhause und früher oder später kommt jeder dahin zurück. Und was ist mit Ihnen? Wie weit sind Sie denn von zu Hause weg? Warum setzen Sie sich denn nicht einen Augenblick zu mir? Der Typ ist mir irgendwie komisch. Ja, schön Platz lassen, Lara. Sie haben es an meinem Akzent erraten, nicht wahr? Ja, ich bin weit von zu Hause weg. Sehr weit sogar. Na, sehen Sie? Jetzt haben Sie keine Angst mehr vor Ihnen. Die sehen jetzt, dass Sie mit mir hier sitzen. Und von wo kommen Sie? Ich bin in Russland aufgewachsen, in Petersburg.
Und jetzt bin ich hier gestrandet. Nee, wir sagen dem nicht, was wir machen. Eigentlich bin ich nur eine Angestellte. Ah, eine Angestellte, sagen Sie? Sie sind noch zu jung, um zu wissen, wie man richtig lügt. Aber keine Angst, das werden Sie schon noch von anderen lernen. Na, was glauben Sie denn, was ich hier tue? Sie sind sicherlich kein einfaches, schüchternes, kleines Mädchen. Und für eine Kriminelle sind Sie viel zu nett und zu respektvoll. Also stehen Sie bestimmt auf der anderen Seite vom Zaun. Sie sind bestimmt Polizistin oder vielleicht sogar Anwältin. Ich würde eher zu Polizistin tendieren. Der Typ macht mir Angst. Ein junges Mädchen, das der Polizei beigetreten ist, um die Welt zu verbessern. Und jetzt ist sie einsam und weit weg von zu Hause. Sie denken, ich sei einsam? Wieso denn? Das bin ich ganz und gar nicht. Oh doch, Mädchen, das sind Sie. Wenn Sie es nicht wären, welchen Grund hätten Sie dann, hier im Park herumzuwandern und mit einem alten Mann zu plaudern? Sie sehen müde aus. Machen Sie sich Sorgen um etwas? Fällt das denn so sehr auf? Es ist nicht leicht, seine wahren Gefühle zu verbergen. Sie haben vermutlich recht. Ja, ich versuche, jemanden ausfindig zu machen, aber ich trete gerade auf der Stelle. Und warum suchen Sie nach ihm, wenn ich fragen darf? Wenn ich ihn nicht finde, könnte mein Freund in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ich suche nach jemandem, der sich selbst mit dem Symbol der Büchse der Pandora identifiziert. Würde das Ihrem Freund helfen? Wie symbolisch. Wussten Sie, dass noch eine Sache übrig war, nachdem alle Übel über der Welt daraus entfesselt waren? Nur eine einzige Sache. Die Hoffnung. Es ist zwar interessant, aber es hilft mir nicht sehr viel. Haben Sie denn sonst noch einen Rat? Geben Sie nicht auf. Hephaistos schmiedete die Büchse der Pandora für die Götter und er machte sich Hoffnungen. Er hoffte, er würde trotz seines körperlichen Gebrechens in den Kreis der Götter aufgenommen. Er hatte eine Körperbehinderung? Das wusste ich nicht. Das hilft mir bestimmt weiter. Sehen Sie, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Haben Sie vielen Dank. So. Da haben wir jetzt den, was, wonach wir suchen können. Okay, dann gehen wir wieder in Laras Wohnung. Aber die Folge ist ja schon dreimal rum, habe ich gesehen. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, wir werden in der nächsten Folge mal gucken, ob wir vielleicht hier irgendwie noch was finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!